So heiß. Ich muss zum Schreibtisch. Ich schalte besser die Kameras um, um Eva aus jedem Winkel zu sehen. Vorsichtig, ich will mein Getränk nicht verschütten. Wow, hat sie etwas verschüttet? Puh, hat sie nicht. Wow, das war ganz schön knapp. Oh oh, es kitzelt in meiner Nase. Oh nein, ich habe den Kamerazugang verloren. Naja, ich schätze, heute ist wieder ein Reinfall. Dann werde ich morgen weiter spionieren müssen. Ist jemand in der Nähe? Beobachtet mich jemand? Nein? Perfekt. Zeit, meine Spionageausrüstung zu checken. Sieht so aus, als ob alles an seinem Platz ist. Ich denke, ich bin bereit. Oh, niemand darf mein Zeug sehen. Okay, ich bin wieder sicher. Ups, verschwinde wieder, Handschelle. Zeit, diese Klasse zu infiltrieren. Wer freundet sich denn da mit Eva an? Oh nein, sie ist eine klare Bedrohung. Annie, bist du das? Scheinbar nicht. Es wurde eine Bedrohung identifiziert. Ich brauche einen genaueren Blick. Das Lesen ihrer Lippen wird mir verraten, was ihre schädlichen Absichten sind. Was ist denn da draußen los? Sind das Ferngläser? Hä? Ich schätze, ich bilde mir Dinge ein. Ich kann besser lauschen hinter diesem Busch. Hast du auch gehört, wie diese Pflanze Geräusche macht? Zeit für eine getarnte Infiltration. Dieser Ohrstöpsel wird mir helfen, die Infos zu bekommen, die ich brauche. Ich muss nur näher ran und rein in ihre Kapuze. Die Durchführung war ein Erfolg. Jetzt anzapfen. Ja, ich kann hören, was sie sagen. Das ist definitiv mein Lieblingsteil des Buches. Ja, okay, ich verstehe. Hey, es wird Zeit zu gehen. Mir ist kalt. Gut, dass ich eine Kapuze habe. Ah, meine Trommelfelle. Zu laut. Ja, ich denke, das ist eine hervorragende Verkleidung. Das ist ein verdächtiger Typ. Warte, er nähert sich Evas Spind. Er hat etwas in seinen Händen. Was ist das? Meine streng geheime Nachricht wird übermittelt. Er macht etwas an ihrem Spind. Er steckt einen Umschlag rein. Ich muss herausfinden, was in dieser Nachricht steht. Zeit, alle meine Fähigkeiten einzusetzen. Okay, ich kann das Schließfach nicht mit meinen Händen aufdrücken. Vielleicht kann ich das Schloss mit meinem Nagel knacken. Mist. Zeit, den Spionagekoffer zu öffnen. Wird diese Lupe helfen? Nein, wird sie nicht. Das hier? Nein, natürlich nicht. Komm schon, Annie, denk nach. Hier muss etwas drin sein, das mir helfen kann. Ugh, der Koffer ist mir keine große Hilfe. Mann, ich hasse es, wenn ich keine Cola mehr habe. Hey, schon mal was von Recycling gehört? Ha, was ist das in ihrer Tasche? Ja, das ist die Lösung, die ich brauche. Ich brauche nur diesen Spindschlüssel. Okay, ich habe den Schlüssel und jetzt nehme ich durchsichtiges Klebeband. Ich drücke das Tape auf den Schlüssel und jetzt brauche ich einen Marker. Ich benutze den Marker, um die Form des Schlüssels auf das Tape zu malen. Es muss nicht perfekt sein, aber ich sollte einen guten Job machen. Okay, Zeit für die nächsten Tools. Eine leere Getränkedose und einen Cutter. Ich muss ein Stück aus der Seite der Dose schneiden. Ein kleines Quadrat, genau so. Dann nehme ich das Stück raus. Für den nächsten Schritt brauche ich den Schlüssel und das Klebeband. Ich richte den Schlüssel mit dem Klebeband auf dem Aluminium aus. Dann ziehe ich den Schlüssel ab und lasse das farbige Tape zurück. Voila! Ich habe eine Kopie des Schlüssels aus Aluminium angefertigt. Dieser Schlüssel sieht toll aus. Es ist ein perfektes Duplikat von dem, den ich gestohlen habe. Ich meine, geliehen. Schau! Ich stecke ihn zurück, als ob nichts gewesen wäre. Jetzt wollen wir sehen, ob dieser Schlüssel funktioniert. Es hat geklappt! Ich habe Evas Spind geöffnet! Ich bin gut im Spionieren.
Jetzt wird es Zeit, diese geheime Botschaft zu lesen. Ha, das ist irgendwie ein hübscher Umschlag. Ich liebe dich, Eva? Oh, ich glaube, das ist ein Liebesbrief. Das ist gar nicht hilfreich. Wow, das war eine Menge Arbeit für nichts. Ich spioniere weiter und schleiche in diesen Bereich. Okay, ich bin in Position. Jetzt zu meinem Spionageabhörgerät. Ein Spionagemikrofon, wenn du so willst. Es gab in letzter Zeit eine Menge Spionageaktivitäten. Oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass sie das gesagt hat. Am besten hänge ich dieses Poster auf. So kann jeder die Augen nach der Spionin offen halten. Ich krieg dich, Spionin. Oh nein, die Polizei. Ich muss mich verstecken oder er wird mich sehen. Dieser Pulli wird mich retten. Ich muss diesen Pulli ein wenig bearbeiten. Ich falte die Kapuze so. Jetzt platziere ich diese Fransen hier. Zeit für meine Spionen-Nähkünste. Ich habe als Beste den Spionage-Nähkurs abgeschlossen. Ich muss nur entlang dieser Fransen nähen. Und ich habe das Ende erreicht. Fertig! Dieser Pulli ist bereit, mich vor den Behörden zu retten. Jetzt den Pulli anziehen. Oh, ich mag diese Fransenhaare irgendwie. Die Luft ist rein. Zeit für meinen Abgang. Ich werde diese Spionin fangen und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Hey, hast du diese Spionin gesehen? Ich glaube, ich habe da drüben eine gesehen, die so aussah. Puh, das war ganz schön knapp. Sieht so aus, als wären meine Spionagetage noch nicht vorbei. Ziel bekommt Getränk mit einem männlichen Subjekt. Es findet definitiv ein Flirt statt. Eva, ich habe eine Überraschung für dich. Blumen. Oh, danke schön, ich liebe sie. Männliches Subjekt hat Ziel Blumen gekauft. Entschuldige mich, ich bin gleich wieder da. Eva, ich meine, das Ziel ist verschwunden. Sie ist entführt worden, das ist die einzige Erklärung. Oh nein, sie braucht Hilfe. Warte, ich kann die Polizei nicht anrufen. Ich bin eine Spionin. Oh, was soll ich bloß tun? Da bin ich wieder. Oh, sie war nur auf der Toilette. Ich entferne das. Wow, das war stressig. Es lag definitiv in diesem Notizbuch, dass ich sie verloren habe. Hey, ich glaube, ich habe eine Idee. Alles klar, Notizbuch, es wird Zeit, dich zu präparieren. Ich nehme einfach den Cutter und schneide das Auge der Eule aus. Perfekt, genau so. Jetzt klappe ich das Cover auf, schalte meine Handykamera ein und bringe es in Position. Zeit, die neue Notizbuch-Konfiguration zu testen. Es klappt, ich kann sehen, was passiert und trotzdem mein Gesicht verstecken. Yes, was für eine tolle Spionage-Erfindung. Oh nein, ich verstehe diese Klassenarbeit überhaupt nicht. Was soll ich jetzt machen? Spionageratschlag, mal sehen, was sie vorhat. Ich hab's. Warte, nein, doch nicht. Okay, sieht so aus, als ob sie immer noch damit zu tun hat. Gut, dass ich diese Cola habe. Muss nur näher an sie herankriechen. Und hoch damit, auf ihren Schreibtisch. Hi. Annie? Entschuldige mich, während ich deine Erinnerung lösche. Hey, Cola, wo kommt die denn her? Das ist egal, denn ich habe Durst. Was ist das? Die Zahl 1? Wie ist sie dorthin gekommen und was bedeutet das? Warte. Hat mir jemand die Antwort gegeben? Schau dir das an, jetzt bin ich fertig. Danke an meinen Cola-Schutzengel. Wenn du ein Spion sein könntest, würdest du es nutzen? Schreib es uns in die Kommentare und vergiss nicht, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen und die Seite unseres Kanals zu abonnieren für noch mehr tolle Videos.